Eine Ministerin für Einsamkeit, die gibt es nun in Großbritannien. Und das ist wirklich sehr ernst gemeint. Denn Einsamkeit ist auch bei uns ein immer größer werdendes Problem. Das Rote Kreuz spricht gar von einer Epidemie im Verborgenen. Nun denkt man sofort an Menschen, die gar niemanden mehr haben, völlig alleine sind. Aber auch mit Kindern in der Nähe, mit Freunden sind viele einsam. Nach dem Aufstehen brüht sich Hartwig Blecher jeden Tag eine Kanne Tee auf. Ostfriesentee. Dann wartet er darauf, was der Tag so bringt. Seit ich hier oben in Ostfriesland bin, habe ich überwiegend, wenn überhaupt, Kontakt mit meinem Spiegelbild, aber ansonsten mit niemandem oder mit sehr wenigen Leuten. Es ist leer. Rund um mich herum ist es leer. Früher lebte er mal hier, mal dort in Europa. Immer wieder neue Jobs, immer wieder neue Menschen. Irgendwann bleiben die Jobs aus. Vor einigen Jahren zieht er zurück nach Ostfriesland, wo auch seine Kinder leben. Die wenigen Stunden, die ich mit meinen Kindern verbringe, die sind ja nur ein kleiner Teil meines Lebens. Die vielen Abende vor allen Dingen und auch die vielen Nachmittage, an denen ich alleine hier bin, die fühlen sich dann schon etwas leer und öde und einsam an. Ausgehen und wegfahren ginge nicht. Das könne er sich als Hartz-IV-Empfänger nicht leisten. Aber Menschen treffen könnten Sie doch trotzdem. Ja. Könnte ich trotzdem. Dazu müsste ich mich aufraffen und müsste in der Richtung aktiv werden. Ist schwer? Ist schwer, ja. Fällt mir schwer. Er wünscht sich ein anderes Leben und ist doch in sich gefangen. Geschätzt 10% aller Menschen in Deutschland sind einsam. Besonders betroffen sind diejenigen, die wenig Geld haben, meint Gesundheitspsychologin Sonja Lipke. Die nehmen nicht so viel an sozialen Aktivitäten teil, gehen nicht so viel ins Theater, treffen nicht so viel auf andere Menschen. Und irgendwann nimmt dann das soziale Netzwerk auch immer weiter ab oder einfach nur die Kontakte, dass man andere Menschen trifft. Und das ist so ein Risikofaktor, wo einfach die Politik sich auch bewusst sein muss, dass diese Menschen abgehängt werden. Und deswegen ist Einsamkeit auch so ein großes Thema, was nicht nur jeden Einzelnen betrifft, sondern ja eigentlich die gesamte Bevölkerung oder Gesellschaft. Ein großes Thema, um das sich vor allem Ehrenamtliche kümmern. Barbara Stolberg ist eine von ihnen. Sie versucht, für Einsame da zu sein. Regelmäßig trifft sie deshalb auch Bewohner wie Christa Bublitz im betreuten Wohnen. Seit 3 Jahren lebt Christa Bublitz nun hier. Zunächst mit ihrem Mann, doch dieser starb vor einem Jahr. Übrig blieben nur Erinnerungen. Das ist ein Kaffee, das ist ein Geschenk von meinem Mann. Wir waren mal unterwegs und haben den sitzen sehen. Und ach, da habe ich gesagt, den mache ich so gerne. Den kriegte ich den von. Und das sind so die Spielsachen der Enkel, die dann auch mit der Zeit hier geblieben sind. Wenn sonst keiner da ist, dann reden wir beide. Ein Ersatz ist das nicht. Weder er noch ein Rätselheft. Was fehlt, ist Nähe. Ich möchte lieber einen Menschen anfassen können oder mal sagen, mir ist heute nicht so. Kannst du mir deine Schulter mit ausleihen? Ich brauche jetzt ein Gespräch und ich brauche im Moment eine Position, wo ich mich mal ein bisschen auslassen kann. Geschätzt jeder Fünfte über 86 Jahren bei uns ist einsam. Auch wenn man unter Menschen ist, wie zum Beispiel im Altersheim. Ich bin hier in einer guten Gesellschaft. Ich kriege auch viel Besuch. Und irgendwann dann zum Abend wollen sie ja alle wieder nach Hause gehen. Die Leute, die hier wohnen oder meine Verwandten. Und dann bringe ich sie bis an die Tür. Und wenn ich denn die Tür zumache, dann bin ich einsam. Dann weiß ich, da ist keiner mehr. Das ist manchmal ein bisschen schwer. Ehrenamtliche sind es, die versuchen zu helfen.
Unterstützung in ihrer Arbeit könnten sie von der Politik gut gebrauchen. Dagegen müssen wir anarbeiten in Gruppen und wir müssen es heute anfangen. Aber erkennen müssen die das in Berlin oder sonst wo. Und sie müssen ins Portemonnaie greifen. Wer einsam ist, der stirbt meist noch einsam. Einmal im Monat ist deshalb Barbara Stolberg mit anderen Ehrenamtlichen bei der Andacht der anonymen Urnenbestattung. Menschen, die niemanden mehr haben, erweisen sie die letzte Ehre. Es ist gut, dass Sie da sind, damit niemand alleine von dieser Welt gehen muss. Man kommt ja nicht alleine auf die Welt. Man hat vielleicht Brüder, man hat Eltern, man hat Großeltern, man hat Freunde. Und alles ist dann plötzlich weg, nicht? Und dann fragen Sie sich, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Und dann denkt man, ich möchte nicht so da liegen. Was wir spüren und wen wir heute verabschiedet haben, erkenne ich augenscheinlich, das ist keine gewählte Einsamkeit, das ist eine anders bestimmte soziale Einsamkeit. Hier ist offenbar jemand in Vergessenheit geraten. Ein Trend in unserer Gesellschaft. Sonja Lippke rät zu mehr Offenheit. Man bricht dann eher einen Kontakt ab, wenn man das Gefühl hat, das stimmt so nicht. Aber ne, es ist dann schwierig, neue Kontakte zu finden. Also deswegen, die Lebensform im Moment geht sehr stark davon weg, auch einfach mal ein bisschen gelassen zu sein, andere so sein zu lassen, wie sie sind und sich trotzdem mit denen gut zu verstehen. Dass einsame Menschen sich finden können, dabei will Christel Schulz helfen. Nahezu täglich fährt sie mit ihrem Beratungsmobil in vorpommersche Dörfer, wo viele einsame Menschen leben. Wenn wir mit unserem Beratungsmobil im Ort sind, sieht man bei dem einen oder anderen Haus, dass jemand hinter der Gardine steht und sich überhaupt nicht mehr raustraut. Und wenn er dann doch mal draußen ist, wenn wir dort ankommen, dann verschwinden diese Leute ganz schnell, weil sie nicht angesprochen werden wollen. Christel Schulz will helfen, dass sich Menschen wieder begegnen. Zum Beispiel auf diese Weise. Mit einer Yoga-Sitzung. Und wieder richtig lang nach oben strecken. So lang, wie du kannst. Ausatmen, Oberkörper leicht nach hinten, die Finger verschränken. Daumen und Zeige. Bewegung steht im Vordergrund. Vielmehr aber noch, dass die Teilnehmer miteinander in Kontakt kommen. Auf jeden Fall entwickelt sich daraus ein richtiger Zusammenhalt. Und ganz oft machen die Leute anschließend auch noch etwas anderes. Manche treffen sich anschließend noch, manchmal entstehen Freundschaften. Der Kurs wird subventioniert. Die Zehenspitzen zuerst ganz lang machen. Das ist sehr wichtig, ne? Denn ohne, dass man die Leute ranholt, es wird ja, verfremdet sich ja alles, ne? Früher hat man sich auf dem Dorf gekannt, heute kaum noch. So wie wir hier, wir haben ja nun alle irgendwie die gleichen Interessen. Wir wollen uns fit halten, wollen doch untereinander auch mal über was anderes reden, als wie nur Sport vielleicht. Erst anwinkeln. Und das ist wichtig, um in Gesellschaft zu bleiben. Hier könnte die Politik immerhin ansetzen. Initiativen fördern, die Einsamkeit entgegenwirken. Ja, Einblicke in die norddeutsche Einsamkeit. Die Briten wollen nun mit ihrer Ministerin gegen die Einsamkeit angehen, mit staatlichen Projekten, mit Ehrenamtlichen, mit dem Ziel, genauer hinzuschauen. Man müsse den Menschen eben helfen, wieder zusammenzufinden, wie es auch bei uns im Film hieß, füreinander da zu sein. Das schreibt sich gut auf, die Umsetzung wird sicher nicht ganz einfach. Wir sind eins. ARD.